Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich diesen LED-Strip mit integrierter WLAN-Steuerung selbst gebaut habe. Und zwar nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, zunächst mal kurze Erklärung, was das hier überhaupt alles ist. Wir haben hier einen WS2812, einen LED-Strip, bei dem man jede einzelne LED ansteuern kann. Auf der Rückseite eine Controllerbox mit einem Ladeport, einem An-Ausschalter, einem Mikrocontroller, der das Ganze eben befeuert, und einem Akku. Vor dem Zusammenbau habe ich die ganzen Teile erstmal zusammengesteckt und das Ganze ausgetestet, ob es zumindest in der Theorie funktionieren würde. Das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr sowas nachbauen möchtet, da, wenn man das einmal fest zusammengebaut hat, das wieder auseinanderfrickeln sehr kompliziert werden könnte. Dabei habe ich einen 18650 Akku benutzt. Das sind keine ganz normalen Dreifach-A- oder Zweifach-A-Batterien, wie man sie so kennt, sondern eben welche, wie sie auch in Powerbanks verwendet werden beispielsweise. Und diese können eben noch mehr Leistung erreichen. Um diesen Akku zu laden und wieder zu entladen, habe ich mir ein Akku-Board bestellt. Das ist eine kleine Platine, über die quasi alles geladen und entladen werden kann, die auch einige Sicherheitsmechanismen für die Batterien mit sich bringt. Die Akkulaufzeit des Ganzen beträgt sich auf circa 2 Stunden, je nachdem wie hell das Ganze ist und welchen Effekt man auswählt. Man kann die Akkulaufzeit natürlich noch erhöhen, indem man mehrere Akkus hintereinander hängt. Ich habe jetzt hier nur einen verwendet, also ja, wenn ihr 2 oder 3 benutzt, dann kommt ihr gut so auf 6 Stunden Akkulaufzeit. Betrieben werden kann das Ganze natürlich auch über den ganz normalen Strom oder eben über eine externe Powerbank. Dazu einfach den Netzdecker eingesteckt und dann ja, läuft das automatisch. Vorteil dieser Platine ist übrigens auch, dass bei einem Stromausfall sofort zum Akkubetrieb umgeswitcht wird. Das heißt, man hat auch einen nahtlosen Übergang zwischen Netzstrom und Akkubetrieb. Nachdem ich das Ganze dann testweise angeschlossen und ausgetestet habe, musste ich noch einen kleinen Switch anbringen, damit man die ganze Geschichte auch aus- und anschalten kann und nicht immer direkt der ganze Akku leer gesaugt wird. Dann habe ich mir noch ein paar Aluschienen bestellt und die integrierten transparenten Plastikteile direkt verworfen, weil man die LEDs in meinen Augen einfach zu gut dadurch sehen konnte. Deswegen habe ich mir hier transparentes Filament bestellt und mir einen eigenen transparenten Diffuser hier gedruckt, den man einfach auf dieses Aluprofil aufstecken kann. Dadurch sieht man jetzt im Endeffekt nicht mehr wirklich, wo die einzelnen LEDs liegen, was ich wesentlich schöner finde. Wenn jemand von euch keinen Drucker hat und oder das schöner findet, kann er natürlich auch die integrierten transparenten Diffuser nehmen, die dabei sind. Zu guter Letzt habe ich mir noch eine Controllerbox überlegt, die aus ein paar einzelnen Teilen besteht, die einfach zusammengesteckt und dann die einzelnen Teile, also den Mikrocontroller und so weiter, da reingepackt. Als Software habe ich ein Open-Source-Projekt benutzt, das nennt sich MC Lightning. Habe ich auch schon mal in einigen anderen Videos benutzt. Im Prinzip ist das eine Software, die man auf einem ESP installieren kann. Und wenn man diese darauf installiert, dann wird der eben WLAN-fähig. Man kann auf eine Web-Oberfläche gehen und die Effekte für den LED-Stripe hier auswählen. Ich habe das ganze Projekt benutzt, weil die Effektauswahl einfach super umfangreich ist und es sich im Prinzip eigentlich nicht lohnt, die Effekte alle selber zu schreiben. Außerdem habt ihr auch noch eine ganze Menge von Ansteuerungsmöglichkeiten über MQTT oder WebSocket beispielsweise, könnt ihr dieses Teil auch fernsteuern. Für den Anfang werde ich aber hier bei der Web-Oberfläche bleiben. Über diese könnt ihr eben die ganzen Effekte auswählen, also wenn ich hier jetzt einfach mal andere Effekte einstelle, sieht man eben, dass der LED-Stripe hier direkt andere Sachen anzeigt. Wenn ihr das Ganze selber bauen möchtet, dann findet ihr natürlich alle Teile unten in der Videobeschreibung. Und solltet ihr noch Fragen zu dem Projekt haben, schreibt die gerne in die Kommentare, dann werde ich da eventuell nochmal detaillierter darauf eingehen. Ansonsten kann ich euch sehr empfehlen, euch hier oben mal die Smart Home Playlist anzuschauen. Da ist unter anderem auch ein Video, wo ich schon mal so ein MC Lightning Projekt umgesetzt habe. Zwar nicht in so einer losen Installation, dass man das einfach so mit rumtragen kann, aber eben in einer Festinstallation und das Ganze ist natürlich relativ ähnlich. Zu guter Letzt muss ich natürlich noch einen Shoutout geben an die Originalhersteller. Wenn ihr keinen Bock habt, euch das selber zu bauen, diese Teile gibt es auch von verschiedensten Herstellern so zu kaufen. Ich finde die ganz cool als Videolicht. So im Hintergrund zum Beispiel mal schauen, wie das so im Video ankommt und eventuell werde ich dann davon einfach noch ein paar bauen und die mal als Background austesten. Ansonsten war es auch schon wieder von diesem Video. Im nächsten Video gibt es mal wieder ein etwas detaillierteres Bastelprojekt und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder am Mittwoch um 16:30 Uhr. Bis dann, haut rein und ciao!